Guten Tag, hier ist der Gusua wieder einmal. Mit dem zweiten Account ist er wieder am Start. Und würde natürlich gerne wieder einen Queen Walk machen, außenrum, immerhin. Aber ist das. Ach kommt, Leute, nee. Nee. Ich möchte noch was mehr. Und außerdem will ich ja so ein bisschen Alex eigentlich. Weil ich halt eben immer noch auf diese 2,5 Millionen fürs Labor spare. Allerdings haben wir hier richtig schön die dunklen Bohrer. Naja, den wollten wir eigentlich nicht raushauen. Wir wollten eher 6 Stück von den Heilern nehmen. Oh, kommt ein Bogi raus. Kam ein Bogi gelaufen, wollte meiner Queen wehtun. Dann hat sie ihn voll kaputt gemacht und jetzt liegt er tot da. So sieht's aus. Ja, so werden Lieder gesungen. So, gucken wir mal. Kriegen wir das noch auf 3? Ja, der Bogiturm sollte gleich down gehen. Und jetzt gucken. Ah, das Schweinchen wird hier ganz schön gut zuhauen, denke ich mal. Nö. Auch nicht schlecht. Kein Problem. Ist natürlich sehr geil, wenn die schön lange im Rage drinne bleibt und schön hochgeheilt wird. Das ist natürlich ziemlich nice. King ist hier auch beschäftigt. Ja, genau. Mach mal noch schön deine Sachen hier weg. Ah, die soll eigentlich nicht reingehen, aber so ist das Leben. Komm, dann unterstützen wir sie hier noch schnell mit den Mauerbrechern. Wenn sie jetzt eh rein möchte, dann soll sie rein dürfen. Passt schon. Bam. Ja, okay. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So. Hier noch schön. Ah, das ist aber auch noch nicht so das Wahre. Muss ich jetzt ganz einfach mal sagen. Alter, geht mir die jetzt schon da? Na, okay, so ist es halt. So ist das Leben. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Clan Troops raus, die ich mir gerade erschnort habe in so einem Request and Leave Clan. Genau, noch Kobolde hier, passt doch. Ja genau, parkt euch schön erstmal ihr Heiler hier schön neben der Luftabwehr. Klappt auf jeden Fall. Na, das war hier auch nicht so der Knüller. Aber egal. Na, immerhin. Doll war es nicht. So, Count gewechselt. Jetzt haben wir wieder eine 28er Queen. Macht mich natürlich schon ziemlich glücklich. Und gucken wir mal, wurden wir dolle rangenommen oder ging... Ja, das ging nur. Oh, nicht mal was Dunkles. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Da würde ich gerne mal kurz in die Def reingucken. Weil klar, man sagt ja jetzt im Normalfall eigentlich, oh, was ist denn das überhaupt für eine Base? Ich meine, was soll der Mist im Normalfall? Würde man sich das sagen? Danke für alles, genau. Jetzt gucken wir mal, ist hier noch was anderes, weil sonst würde ich gerne selber nochmal spenden. Nö, passt. Gucken wir mal, wie weit wir den Clan schon vollgekriegt haben hier. Ja, läuft. Vielen Dank. Ah, sehr schön, wieder Magier. Auf jeden Fall. Das läuft natürlich richtig gut. So. Hier haben wir das, was wir brauchen. Zack. Gucken wir mal. Ja, genau. Haben wir noch. Wird sich gleich bedankt. Sehr schön. Das hören wir doch gerne. So, zack. Bin fame. Ja. Ganz genau, so sieht's aus. Ne, die freuen sie also auch. Das ist schön. Hauen wir mal 5 Gems raus für den King. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen was schauen, was so geht. Ja, 1,7 ist jetzt auch nicht mehr der Knüller. 3,3 wäre ziemlich nice. Wir haben aber hier die Infernos. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist hier jetzt schon viel relaxter alles. Wirklich nicht mehr so lange skippen. Und man hat eigentlich relativ guten Loot. Das passt.
3,6, ganz genau. Wo ich jetzt aber, wenn ich sagen würde, ganz genau, hier guckt mal, hier seht ihr es wieder. 3,6 kommt mir gleich der Gedanke, okay, das Lager sieht aber nicht so krass voll aus. Das heißt, ich probiere hier das erstmal außerhalb von der Range der Bogietürme hier leer zu machen. Einwandfrei. So, das heißt, die ersten 800. So, jetzt hier gerne nochmal. Einwandfrei läuft auf jeden Fall. Dann nochmal 800. Und dann halt jetzt direkt durch. Ja, kommt, Leute. Jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal. Ja, Flächenschaden ist nur der Minenwerfer. Der ist langsam wie Hulle. Da passiert gar nichts. Wenn jetzt hier ein Magierturm gestanden hätte, hätte ich das natürlich nicht einfach so machen können. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Genau, Leute, genau. Und jetzt lassen wir einfach mal den King auch mit reinmarschieren. Und sobald irgendwie der Ma genau, der Magierturm wird jetzt den King anvisieren. Ganz genau. Alter, ist das? Das war echt eine miese Nummer. Das war eine richtig miese Nummer. Aber klar, ich meine, dafür ist das ja gedacht, sage ich mal. Zack und zack. Ich knall hier gleich mal beides raus. Weil wir wollen ja definitiv das Dunkle haben. Auf jeden Fall. Wurde schön der King nochmal hochgeheilt. Auf jeden Fall ziemlich geil. So, und jetzt mit den Magiern in Verbindung. Ich habe jetzt gerade den Mauszeiger nicht mehr gesehen. Ging ja mal gar nicht. So, hier schön Rathaus wegrasiert auf jeden Fall. Reicht mir aber noch nicht. Reicht mir definitiv noch nicht. Ich will hier noch richtig abgehen, bitteschön, ja? So. Jetzt wird hier der King ganz schön sehr dolle geheilt. Beziehungsweise, das geht halt alles auf den King. So, jetzt haben wir wieder die Queen dabei. Und jetzt wird auch nur die Queen wieder geheilt. Dann passt das. Weil die sollte mir halt nicht down gehen. Und jetzt sollte das passen. Jetzt. Ah, schade. Hier pustet der Luftfeger halt wirklich direkt in die Luftabwehr rein. Das ist natürlich echt schlecht. Da muss ich gucken, dass ich hier irgendwie. Eieieiei, kommt die noch rechtzeitig da an? Nee, ich glaube, das. Ah, schade. Mit der Tesla, die. Ja, die hat mir jetzt die Hosen ausgezogen. Schade. Ich hätte gern noch mehr geholt. Wir haben komplett den Gegner im dunklen Bereich auf 0 gesetzt. 3,6K ist nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, da hätte noch mehr gehen können, auf jeden Fall. Ärgere ich mich auch ein bisschen. Aber. Dadurch, dass wir jetzt hier die Schatzkammer Katsching gefüllt haben, sagen wir mal einfach sammeln. Und schon haben wir die nächste 10er Mauer. Hashtag 10er Mauer. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Town Hall 8, aber soweit schon gemaxt bis auf die Mauern. Da würde ich, ganz ehrlich, da würde ich schon sagen, komm ab nach oben. Du hast nicht mehr viel. Ich würde mal denken, ich gucke mir jetzt nochmal die Truppen an. Die Truppen sind auch so weit gemaxt, komplett durch. Ich glaube, die Walküre könnte noch auf 2 und du könntest noch den Gift, glaube ich, auf 3. Und das wäre es dann aber auch. Ganz ehrlich, geh hoch. Geh hoch. Das ist unnötig, weil du jetzt wirklich da sitzt, du hast Alex ohne Ende voll und stehst da und kannst mit dem Alex nichts anfangen. Also, geh hoch. Ist meine Meinung. Passt. Ist in Ordnung. Man muss es da nicht zu krass rausziehen. Wie gesagt, du kannst halt wirklich sagen, gut, okay, komm, ich nehme halt wirklich die Dragos und gehe halt wirklich nur mit Drachen rein und verballere da mein Elixier und hau mir da dann eben ordentlich die Hucke voll mit Gold. Das geht natürlich. Aber wie gesagt, das muss man wollen. Wenn man jetzt sagt, oh nee, das ist nicht so meins, vollkommen in Ordnung. So, hier haben wir schon einen schönen Wald zu stehen auf jeden Fall.
Wie gesagt, mal gucken, wie es CW-technisch aussieht, ob hier bald was geht. Dass ich da weiterhin noch ein bisschen am Lernen bin, auf jeden Fall. Und dann war es das. Dann wisst ihr erstmal wieder mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann gibt es demnächst wieder mal eine Clash Royale-Folge. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.